Einen wunderschönen guten Morgen, ihr Lieben. Herzlich willkommen zu Türchen Nummer 17. Auf los geht's los. 17. Dezember. Du ziehst dich mit nun doch etwas lahm gewordenen Armen durch die Deckenluke und lässt dich erst einmal fallen. Mit den Beinen drückst du sicherheitshalber die Luke zu, bevor du versehentlich wieder hinunterfällst. Gar nicht so verkehrt. Da fährt dir der Schreck in die Glieder. Ist da eine andere Person? Adrenalin durchströmt dich. Kommt jetzt der große Showdown. Sofort bist du in Alarmbereitschaft. Deine Muskeln stehen voll unter Spannung. Auch dein Gegenüber scheint dich bemerkt zu haben und starrt dir mit wilden Augen entgegen. Aber dann erkennst du deinen Fehler. Und dich selbst. Das war nur ein Spiegelbild. Das habe ich mir schon gedacht. Etwas entspannter blickst du dich das erste Mal richtig um. Wow, das sieht ja nach einer prunkvollen Halle aus. Überall Spiegel, dazwischen elegante Säulen. An der Decke hängen Kronleuchter. Selbst der Boden ist auf Hochglanz poliert. Das sieht aus wie eine abgefahrene Bergversion des Versailler Spiegelsaals. Wie viel Zeit und Geld es wohl gekostet hat, diesen Raum herzurichten? Und wer hat das geliefert? Und bezahlt? Also wie verdient ein Yeti Geld? Ich gehe mal noch davon aus, dass es ein Yeti ist. Ne? Bigfoot. Du bewegst dich staunend durch die Halle und stellst dann fest, dass sie gar nicht so riesig ist, wie du im ersten Moment dachtest. Die Spiegel sind so geschickt platziert, dass sie dir aus jedem Winkel einen größeren Raum vorgaukeln. Wirklich sehr beeindruckend. Du probierst zum Spaß ein paar Tanzschritte aus und landest wieder direkt vor einem Spiegel. Puh, du siehst ganz schön abgekämpft und dreckig aus und stellst einen ziemlichen Gegensatz zu dem eleganten Saal her dar. Vielleicht darfst du dann baden und Kekse essen mit dem Yeti. Kein Wunder, dass du dich nicht sofort erkannt hast. Aber wo soll es hier eigentlich rausgehen? Nach systematischer Suche findest du endlich eine Rätselkarte vor einer der Säulen. Vielleicht hast du ja Glück und nach diesem Raum bist du endlich in Freiheit oder wenigstens in einem schönen Badezimmer mit Whirlpool, um dich etwas zurechtzumachen. Naja, wir sind erst an Tag 17. Vorher konnte ich das übrigens hier immer festmachen. Das geht jetzt nicht mehr. Wir haben auf jeden Fall noch einige Tage vor uns und hier ist der hübsche Spiegelsaal. So, zwei sind anders als die anderen, nur welche, von klein nach groß. Was? Er meint Türen. Zwei sind anders als die anderen. Nur welche von klein nach groß. Weil, falls er das hier meint, da kommt man jetzt nicht unbedingt zum Ergebnis. Meint er, zwei Türen sind anders, aber hier sind doch. Hier sind ja alle. Alle Türen sind ja anders als die anderen. Ne? Nee. Und die hier fehlen. Wenn er die fehlenden meint, dann war das, glaube ich, die 7 und 14 oder so. Ich nehme jetzt einfach die zwei Türen. Die zwei Türen fehlen. Wir haben 7 und 14 und wir geben ein 1, 4, 7. So, ich mache das jetzt einfach und guck mal, was passiert. So, wir hätten, gehe eins nach links, gehe wieder nach oben. Gehe nach dort und dort ist die 5. Das hat schon mal nicht funktioniert. Gut. Dann schauen wir uns vielleicht auch nochmal alle Türen an. Hätte ja sein können. Also ich fand es auch ein bisschen blöd. Oh, hier ist noch ein Büroklammer. Ich fand es auch ein bisschen blöd, aber es hätte ja sein können. Okay, also. Wir machen erstmal alle Türen auf. Achso, die kann ich gar nicht richtig aufklappen hier.
Und die sind unterschiedlich. So. Na. Die lassen sich ja so schön. Ach ne. Ich kann nur die benutzen, die schon offen sind. Die lassen sich ja so schön einhängen. So. Also auf jeden Fall ist von innen auf jeder Tür etwas. Aber was, die kann ich nicht angucken. Ich habe gerade eine Idee, aber das ist mir eigentlich zu simpel. Es sind tatsächlich zwei. Soll das so simpel sein? Mir ist gerade aufgefallen, dass alle Türen bisher sich nach links öffnen lassen, außer die und die. Was ist mit dem Bestehenden? Die geht nach links, die geht nach links, die geht nach links. Die geht nach links. Die. Tatsache, ich dachte bis jetzt immer, die gehen regelmäßig mal nach links und nach rechts, aber es sind tatsächlich nur. Was ist denn das, die? Die 11 und wo war die andere? Hier. Ne, nicht die 3, die geht nach links, hier die hier. Die 6. Die 11 und die 6. Meint die das damit? Ah, es sind nur die 2. Dann versuche ich mal. Da geht's schon los. Ja, das hat mich jetzt schon die ganze Zeit gestört. So, die 11 und 6. Dann versuchen wir mal die 1. Jetzt geht es sogar einhändig. Und hier noch die 6. Geht das auch? Naja. Ich brauche noch eine dritte Hand. So, hier ist die 17. Wir gehen 1 nach da. 1 nach da. Und 1 nach oben. Stimmt das nicht? Von klein nach groß. Ach so, vielleicht ist die 6. Vielleicht ist die 6 die kleine. So, wenn es das auch nicht ist, dann gucke ich in die Lösung. So, ich habe die jetzt hier drüber gepackt, weil ich sonst nicht hingekommen bin. So, 611. Das kann natürlich auch mit von klein nach groß gemeint sein. Hier ist die 17. 1 nach unten, 1 nach links und 1 nach rechts. Und wir müssten. Ja, da ist es, die sogar schon, die ich aus Versehen geöffnet habe. Tatsächlich. P, Q, R. Ja, wir hatten jetzt Q. Tatsache. Schreibe ich hier gleich die 18 drauf. So, und wir haben es gelöst. Ich bin, glaube ich, wenn ich das jetzt mal so beobachte, immer irritiert, wenn wir nichts zum Basteln haben und nichts zum Ausschneiden, sondern wenn ich irgendwas mit den Türen herausfinden muss, quasi kein Material habe. Ich glaube, da bin ich immer so ein bisschen weder unter noch überfordert, sondern irritiert. Ich bin da einfach irritiert. Ja, es war so einfach. Ich hab echt gedacht, als ich diese Türen aufgeklappt habe, da hatte mich das schon gestört.
Und dann dachte ich mir, soll es das wirklich sein, dass zwei Türen einfach in die falsche Richtung gehen? Aber es scheint so zu sein. So, und das bleibt jetzt auch so, dass ich hier die links lasse. Also selbst, das geht ja gerade so hier hinten auf, ne? Ja doch, das Problem ist, wenn ich die 7, 8 oder 9, dann muss ich es wieder auf die Seite stecken. Ja, ja, es funktioniert auf jeden Fall und sie fallen nicht ständig raus. So, also ganz großer Tipp für alle, die mit demselben Problem zu kämpfen haben. Man kann nichts mit Klebeband machen, weil die müssen ja trotzdem beweglich sein. Nervig. Oder was ich auch schon überlegt hatte, ob ich die ganzen Dinger einmal mit Klebeband einlaminiere, da werden sie quasi etwas dicker, aber who knows. Wir haben es jetzt erstmal, wir haben Tag Nummer 17 gelöst, erfolgreich. Wir kommen unserem neuen Freund, ich denke, das wird unser neuer Freund. Ich sage es ja immer wieder, ich glaube, das ist ein Yeti. Ich glaube, der Typ bleibt bei seinem Yeti-Freund und da kann er Eishockey spielen, Schlittschuh laufen, bouldern, Escape-Games machen, Feuer machen, rausgucken, Sternenhimmel angucken, Plätzchen backen, lesen. Also ich glaube, ich würde vielleicht bei dem Yeti bleiben. Also gut, ich habe jetzt zwei Katzen, zwei Hasen und ein Männchen, also ich jetzt vielleicht nicht, aber so als Single Mann, kann ich mir das mit dem Yeti ganz gut vorstellen. Als Frau, ich weiß nicht. Ich habe gerade ganz merkwürdige Gedanken. Wir sehen uns morgen wieder. Bis dahin. Tschüss.